Mindestens 600 PS, Mittelmotor, sequenzielles Getriebe und eine Höchstgeschwindigkeit von 360 km pro Stunde. Das PS-Monster in Silbergrau ist ein reinrassiger Sportwagen mit Straßenzulassung, ein Apollo. Spielzeug und Traumwagen für diejenigen, denen alles andere auf dem Automarkt zu normal ist, denen Ferrari, Porsche und Lamborghini zu bekannt sind, denen Handarbeit wichtiger ist als Großserienproduktion und für die, die nicht aufs Geld schauen müssen. Wenn ich mal so salopp sagen darf, das sind dann schon so verrückte Spinner, die dreimal ihren Sportwagen getunt haben und dann immer noch nicht zufrieden sind. Und dann kommen sie zu uns und sagen, wir haben gehört, der Apollo ist noch besser und noch schneller. Und dann sagen wir, machen wir eine Probefahrt und glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr zu diskutieren. Wobei Gumpert das mit den Spinnern unbedingt sympathisch meint. Mit dem Apollo hat er sich schließlich den automobilen Traum verwirklicht, der ihn als Entwicklungschef bei Audi schon in den 70ern verfolgte. Seit 2004 entwickelte und baut er nun den Sportwagen, den er immer wollte. Eine brutale Spaßmaschine, 95% Sportwagen, 5% Alltagstauglichkeit, technisch am machbaren Limit. Wenn man in einem großen Automobilkonzern arbeitet, kann man ja das nie tun. Man wird ja eigentlich immer beauftragt, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Und der Wunsch eines jeden Versuchsingenieurs ist natürlich, ein Auto zu erstellen, zu konstruieren, zu kreieren, das jetzt keine Handicaps hat aus vergangenen Modellen, wo man berücksichtigen muss, irgendwelche Carry-Over-Parts-Teile, die man übernehmen muss. Also wirklich, ich sage immer, eine Fabrik auf der grünen Wiese neu zu konstruieren, ohne irgendwelche alten Gebäude zu berücksichtigen. Gumperts Manufaktur steht zwar nicht auf der grünen Wiese, versteckt sich aber hinter diesen unscheinbaren Mauern in einem kleinen Industriegebiet in Altenburg. Vom Rahmen bis zum fertigen Auto entsteht alles in Handarbeit. Die meisten Einzelteile werden zugeliefert und dann hier montiert. Pro Wagen brauchen die Arbeiter ungefähr eine Woche. Gut 500 Kilometer entfernt in der Nähe von Koblenz entsteht die Karosserie für den Sportwagen. Die Teile bestehen aus Carbon, weil die Kohlefaser sehr hohe Stabilität bei geringem Gewicht garantiert. Schicht für Schicht werden die Matten mit Epoxidharz in zuvor angefertigte Formen eingelegt und später im Ofen zu einem Karosserieteil gebacken. Natürlich alles in Handarbeit. Kleinserien kann man eigentlich wirtschaftlich nur in Handarbeit machen, weil man sonst sehr aufwendige Formen erzeugen müsste, die man bei den kleinen Stückzahlen, die wir hier realisieren, nicht umlegen kann. Die fertigen Teile werden dann hierher gebracht, in einen Lackiererei-Fachbetrieb im thüringischen Eisenberg. Hier müssen die Teile zunächst aufwendig grundiert werden, um eine absolut glatte Oberfläche zu garantieren. Es ist recht hoher Aufwand, weil man darf sich das so vorstellen, ein Apollo ist aus einem Kohlefaser oder einem Glasfaser gefertigt, die Karosserie. Und die ist natürlich produktionsbedingt immer etwas unebener wie ein Blech, was bei einem herkömmlichen Auto zum Einsatz kommt. Von daher muss beim Apollo gerade in der Vorarbeit sehr viel Augenmerk drauf gelegt werden, dass die Fläche recht glatt wird, was mit Spachteln erreicht wird, mit viel Schleifen, Spritzspachtel, Füllerarbeiten, immer wieder Schleifen. Und bis das Fahrzeug dann wirklich so eine plane Oberfläche, wie der hinter uns hat, dass er lackiert werden kann. Und das natürlich von Hand. In der Großserienproduktion haben zwar längst Lackierroboter Einzug gehalten, bei den verschiedenen Einzelteilen für einen Sportwagen arbeitet der Mensch dagegen deutlich effizienter als eine Maschine. Unter der Karosserie verbirgt sich ein Rahmen aus hochfestem Stahl, der in Altenburg zusammengeschweißt wird. Der Käfig trägt später nicht nur die Karosserie, er ist auch die Sicherheitszelle für den Fahrer. Ganz wichtig ist, dass der Rahmen unter hohen Querkräften und hohen Verdrehungskräften steif ausgelegt ist. Und deswegen haben wir hier Stahl verbaut aus dem Flugzeugbau. Das ist ein Chrom-Molybdän-Stahl mit verschiedenen Wandsteifigkeiten und auch verschiedenen Rohrdurchmessern, wie man gut sieht. Hightech unter der Haube ist das eine, ein ansprechender Innenraum das andere. Wer eine Stange Geld für ungewöhnlichen Fahrspaß hinlegt, der erwartet vielleicht nicht die Innenausstattung einer Luxuslimousine. Weil der Apollo aber mehr sein will als eine nackte Rennmaschine, gibt's auch innen was fürs Auge. Handvernähtes Leder, Carbon und gebürstetes Aluminium. Touch turns right.
Die auf Maß genähten Armaturenträger werden in Altenburg angeliefert und dort komplettiert. Tacho, Messinstrumente, Lüftungsdüsen, alles wird genau eingepasst. Farbe und Oberflächenmaterial der Armaturen bestimmt natürlich der Kunde bei seiner Bestellung. Und wer hier meint, Ähnlichkeiten zu Audi-Instrumenten zu erkennen, der liegt gar nicht so falsch. Man muss ja das Rad, was es schon gibt, nicht neu erfinden. Und wenn ich ein Radlager habe, was eben tausendmal, millionenfach bewährt ist, muss ich nicht ein neues Radlager konstruieren. Und somit habe ich natürlich Kostenersparnisse, indem ich Teile aus der Großserie intelligent in unser Sportwagenkonzept hineinkonstruiere. Auch beim Motor hat sich Gumpert eine völlige Neukonstruktion gespart und bei Audi ins Regal gegriffen. Der gewaltige V8 hat ohnehin schon 450 Pferdestärken. Bei Gumpert wird er allerdings mittels doppelter Turboaufladung auf mindestens 600 PS gebracht. Wer mehr Geld ausgeben möchte, bekommt noch deutlich mehr Pferdchen unter die Haube gepflanzt. Wir haben hier den Motor vom Apollo, das Triebwerk. Ein V8 Biturbomotor, der mit zwei Turboladern zwangsbeatmet wird und bis zu 700 PS leistet. Wir haben 850 Newtonmeter im Fahrzeug an Drehmoment und erreichen damit je nach Getriebeübersetzung eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 360 Stundenkilometer. Und damit der Apollo bei diesem Tempo nicht von der Straße fliegt, muss nicht nur die Aerodynamik stimmen, sondern auch die Verteilung der Achslasten. Deshalb wird hier mit dem sogenannten Mittelmotorkonzept gearbeitet. Das heißt, das Triebwerk wird direkt hinter den beiden Sitzen an den Rahmen montiert. Dadurch liegt die Gesamtlast des Fahrzeugs zu 40% auf der Vorderachse, zu 60% auf der hinteren. Beim Bremsen sind es dann sogar 50% auf der Vorderachse, sodass der Wagen bei 100 Stundenkilometern schon nach 31 Metern steht. Zum Vergleich, normale Pkw brauchen dafür zwischen 6 und 10 Meter mehr Bremsweg. Die größte Stärke des Apollo sieht man ihm übrigens nicht auf den ersten Blick an. In Altenburg hat man sich den Traum vom zurzeit aerodynamisch Machbaren verwirklicht. Ich wollte immer ein Auto, das im Tunnel an der Decke fahren kann. Der Apollo, der kann das. Hat natürlich noch keiner ausprobiert, aber nett zu wissen, dass es rein rechnerisch ginge. Was der ganze Spaß kostet? Mindestens 260.000 Euro für die Grundausstattung und zuzüglich Mehrwertsteuer, versteht sich. Kleiner Trost fürs gebeutelte Millionärsportemonnaie: bei 500.000 Euro ist Schluss. Dann hat der potente Kunde alles, was geht. Die beste Ausstattung und den größten Motor. Und die Gewissheit, ein exklusives Spielzeug in der Garage zu haben, zusammen mit bisher nur knapp 40 anderen Käufern weltweit.